Willkommen auf dem Bikini Shape Kanal. Hier gibt es alles zum Thema Abnehmen, Wohlfühlen, gesunde Ernährung, vegane Ernährung, leckere Rezepte, die vor allem schnell gehen und einfach zubereitet sind, weil ehrlich, ich habe keine Zeit, so viel Zeit aufzuwenden, um immer frisch und lange zu kochen. Das geht einfach nicht bei meinem Arbeitsalltag. Deswegen schnell und zackig und trotzdem gesund, sodass ich mich wohlfühle, fit bin und meine Figur einfach für mich passt. So, in diesem Sinne, jetzt möchte ich mit euch starten. Wir gehen heute auf die How-to-Goblet-Squat ein. Eine super Übung, die angelehnt an die Squats ein bisschen ist, allerdings trotzdem anders. Und ich habe ein Vorher-Beispiel vom ersten Personal Training meiner Kundin Steffi, die bis jetzt übrigens schon 13 Kilo abgenommen hat, bei 91 Kilo gestartet hat und jetzt bei 78 Kilo ist. Also Wahnsinn, und sie kauft sich ungefähr jede Woche neue Hosen, weil die alle irgendwie schon rutschen. Es gibt ein Video, das werde ich verlinken ganz am Ende, und das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Da geht sie so ein bisschen darauf ein, wie es ihr geht mit dem Abnehmen, High Carb abnehmen und dreimal die Woche Sport machen, und ja, ihre Erfolge sind wuhu, richtig Bombe. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit ihrem Video zu den Goblet Squats. Ich denke, selbst Laien erkennt hier ganz deutlich, dass zuerst in der untersten Position die Steffi mit ihrem Po zuerst hochgeht und danach folgt der Rücken. Der richtet sich im Endeffekt nachträglich auf, und ganz großer Punkt auch hier, die Knie gehen teilweise zueinander, während sie sich hochdrückt. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr es anders machen solltet. Kurz zwischenrein, bevor es gleich zu den Übungen geht, welche Gründe kann es denn überhaupt haben, dass wir die Übungen falsch ausführen? Erstens mangelndes Wissen. Vielleicht wissen wir gar nicht so richtig oder sind uns unsicher, wie wir die Übung richtig ausführen. Mangelndes Wissen über unsere eigene Ausführung. Ja, also wir haben uns nie gefilmt, wissen auch nicht, ob wir es eigentlich richtig machen oder nicht. Dann mangelnde Muskelkraft oder mangelndes bzw. zu viel Gewicht. Das Gewicht ist einfach viel, viel zu schwer für unseren Körper, für unsere Muskulatur, die wir schon haben, um die Übung überhaupt richtig zu machen. Da hilft es, das Gewicht ein bisschen nach unten zu setzen. Und bezüglich der eigenen Korrektur in Anführungszeichen gehe ich dann im Laufe des Videos nochmal ein. Um Verletzungen vorzubeugen, müsst ihr auf jeden Fall am Anfang das richtige Gewicht verwenden. Das bedeutet, den ersten Aufwärmsatz macht ihr definitiv mit 50% von eurem Arbeitsgewicht. Arbeitsgewicht bedeutet das Gewicht, das ihr dann ganz am Schluss verwendet, also das Gewicht, das am höchsten ist. Ja, also 50% von eurem Arbeitsgewicht, damit macht ihr den ersten Aufwärmsatz. Und um unseren Körper bestmöglich zu formen und zu, was soll ich sagen, zu modellieren, ist die richtige Ausführung nach dem Gewicht entscheidend. Auf die möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Und zwar ist der richtige Stand mit den Füßen schon mal entscheidend. Dabei ist zu beachten, dass nicht jeder zum Beispiel etwas weiter als hüftbreit stehen sollte, der andere müsste etwas weiter auseinander stehen. Das müsst ihr individuell mal mit einem Trainer vor Ort anschauen. Und damit er euch dabei hilft, wie eure perfekte Squat-Position ist, denn die Goblet Squats sind stark angelehnt an den Squat. Sprich, in dieser Position, mit der ihr gut squatten könnt, könnt ihr auch gut einen Goblet Squat machen. Faustformel ist grob, etwas weiter als hüftbreit auseinander stehen, Zehenspitzen zeigen ganz leicht nach außen. Dann spannen wir unseren Bauch an, wir nehmen das Gewicht hier oben, nehmen unsere Schulter nach hinten unten, Brustbein hoch, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Wir schauen hier dabei, dass der Kopf nicht nach vorne ist, sondern dass unser Kinn schön hinten ist. Wir strecken uns im Oberkörper, spannen den Bauch ganz feste an, atmen ein und dann gehen wir runter. Atmen aus und drücken hoch. Nochmal Schultern schön nach hinten fixieren, Bauch anspannen, einatmen. Und energisch aus den Beinen und aus dem Po hochdrücken. Und wenn ihr unten seid, Mastertrick, spannt da nochmal ganz feste euren Bauch, euren Po unten an. Warum? Weil das ihr dann nochmal vermehrt auf dem Po. Denn die meisten beschweren sich, dass sie, gerade auch wie beim Squatten, richtig große Oberschenkel bekommen. Was ist der Fehler dabei? Ich spanne unten den Po nicht an.
Deswegen müssen wir hier wirklich aktiv darauf achten, dass unser Po unten angespannt wird. Das Video geht sofort weiter. Lass mir bloß kurz einen Daumen hoch da. Und wir wirklich mit der Hilfe unserer Po-Muskulatur uns nach oben und die Hüfte nach vorne schieben. Und was auch noch ganz wichtig ist, um die Po-Muskulatur richtig zu triggern. Und zwar, ihr nehmt euer Gewicht. Das Gewicht ist jetzt sehr leicht für mich. Einfach nur zu Demonstrationszwecken. Ihr steht etwas weiter als hüftbreit dran. Schulter zurück, Bauchspannung, Bauch einziehen, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule lassen, strecken, einatmen. Dann geht ihr runter, Knie gehen dabei in Verlängerung der Zehenspitzen. Und hier unten geht ihr unterhalb der Knie mit eurem Po, okay? Nochmal runtergehen. Po anspannen. Und hochdrücken. Ganz entscheidend, Knie gehen in Anführungszeichen nach außen, also gehen in Verlängerung der Zehenspitzen, dürfen nicht nach innen fallen, sonst Verletzungsgefahr und mit dem Po wirklich unterhalb von euren Knien gehen. Keine Frage, das ist anstrengender, aber effektiver und vor allem triggern wir dann die Muskulatur, die eben dafür verantwortlich ist, dass wir einen schönen Pommes bekommen. Noch kurz, nächste Woche kommt das How to Squat und da möchte ich euch zeigen, wie ihr die verschiedenen Fehler vorbeugen könnt. Also wenn ihr wisst, dass ihr sie macht, wie könnt ihr denen entgegenwirken? So, jetzt hoffe ich, dir hat dieses Video geholfen. Achte wirklich auf diese 4 Punkte. Lass deinen Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, Schultern schön hinten lassen, Bauch anspannen, einziehen, einatmen beim Runtergehen, unten nicht reden, aber den Po unten anspannen und unter die Knie gehen mit dem Po und dann hochdrücken aus den Fersen und aus dem Po, ausatmen dabei, Spannung ganz leicht bzw. ganz langsam rauslassen durch das Ausatmen und die Hüfte schön nach vorne schieben. Okay, das waren jetzt keine 4 Punkte, das waren jetzt ein bisschen mehr, aber schreib es dir am besten auf und achte nächstes Mal wirklich aktiv darauf. Und du kannst, was ganz gut ist, dich selbst von der Seite filmen oder von leicht hinten oder von leicht vorne und dann kannst du es mal vergleichen zwischen dem, wie ich es vorgemacht habe und zwischen dem, wie du es gemacht hast und dann kannst du dich vielleicht selbst ein bisschen kontrollieren. Und wenn es dir vielleicht noch schwer ist, dann darfst du gerne ab nächsten Montag, also in 7 Tagen oder 5 Tagen möchten wir damit starten, mit der ganzen Bikini Shape Community und dem Gym-Programm. Dabei kannst du aber genauso auch beim Home-Programm mitmachen, mit Sommer 20 beziehungsweise Sommer 30 gibt es noch 30%, ja, bis einschließlich Montag, den, ich glaube, das ist der 23. oder so, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ich schreibe es hier unten rein, darfst du gerne mitmachen. Und dann gibt es nämlich auch so Zeiten beziehungsweise Tage, an denen du dann dein Video reinstellen darfst und ich werde dich dann kontrollieren, wie deine Ausführung ist, so wie ein richtiger Personal Trainer, im Prinzip 1:1. Und beim nächsten Training kannst du es dann einfach besser machen. Also in diesem Sinne, falls du Bock drauf hast, mach gerne mit. Ich freue mich drauf. Hier verlinke ich noch das Video von der Steffi. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist beim nächsten Video wieder mit dabei. Bei neuen Rezepten, gesunder, veganer Ernährung. Alles, was einfach zu deiner Gesundheit nötig ist. In diesem Sinne, bis bald. Ciao.